In Obernburg am Main waren Benefiziarier stationiert. Sie sorgten für die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Ablauf der Verwaltung an der Grenze. Diese Sicherheitsbeamten hatten eigene Amtsgebäude, die sogenannten Benefiziarierstationen. Jene in Obernburg konnte archäologisch untersucht werden. Neben den Diensträumen beherbergte die Obernburger Benefiziarierstation einen Innenhof mit Brunnen. Anschließend an den Hauptbau befand sich ein Weihebezirk. Hier stellten die Benefiziarier am Ende ihrer Dienstzeit Altäre auf und opferten den Göttern. Eine lokale Besonderheit sind die Arbeiten der Steinmetze von Obernburg mit ihrer Obernburger Altarranke.